Hallo, Frau Dr. Remscheid? Frau Remscheid, jetzt warten Sie doch mal. Hallo, ich bin's, Andrea Weber. Entschuldigung. Mensch, ich war vor 4 Jahren in Ihrer Praxis und... Ach, jetzt kann ich mich erinnern. Stimmt, wir waren ja damals zur selben Zeit schwanger. Ja, ist das Ihre Tochter? Hey, sag mal, dein Feier mal. Das sieht ja genauso aus wie meins. Guck mal. Frau Weber, jetzt reicht's aber. Am besten lassen Sie mich und meine Tochter einfach in Ruhe. Komm, Schatzi. Stopp jetzt. Warum sind Sie denn jetzt so komisch? Warum laufen Sie denn jetzt weg? Frau Remscheid, ist das meine Tochter? Ist das mein Kind? Mein Kind lebt. Frau Remscheid, bitte, jetzt warten Sie doch mal. Bitte bleiben Sie doch einmal stehen. Ich möchte doch nur mit Ihnen reden. Frau Remscheid, bitte. Ich möchte wirklich einfach mit Ihnen reden. Ist alles okay, Elena. Seien Sie so lieb, bringen Sie Sarah schon mal zum Auto, ja? Ich komme gleich hinterher. Ist es meine Tochter Pia? Nein, natürlich nicht. Das ist meine Tochter Sarah. Nun bleiben Sie jetzt mal hier stehen. Das ist meine Tochter Pia. Frau Weber, ich verstehe überhaupt nicht, was Sie hier für ein Aufwand machen. Was ist denn mit Ihnen los? Ja, warum sind Sie denn eben weggelaufen und das Feuermal? Hören Sie, Frau Weber, diese Feuermale sind nicht vererbbar. Aber ich wollte verhindern, dass bei Ihnen alte Wunden wieder aufgerissen werden. Aber die sieht genauso aus wie ich in dem Alter. Das kann doch alles kein Zufall sein. Ja, sagen Sie mal, was wollen Sie mir denn unterstellen? Das ist mein Kind. Ich spüre doch, dass es mein Kind ist. Ach, nachdem Sie damals diese Totgeburt erlitten haben, habe ich Ihnen doch geraten, eine Therapie zu machen. Haben Sie das? Nein, ich habe keine Therapie gemacht. Ich brauche das nicht. Das war schlimm, aber ich habe das alles alleine geschafft. Schauen Sie mal. Hier, das ist die Visitenkarte von einer Psychologin. Die hat sich auf Verlusttraumata spezialisiert. Die sollten Sie dringend aufsuchen. Ich brauche Ihre Psychologin nicht. Frau Remscheid, ich weiß ganz genau, was Sie gemacht haben. Sie haben mir mein Kind weggenommen und ich hole mir meine Tochter zurück. Ach, na, sagen Sie mal, Frau Weber, jetzt werden Sie ja wohl völlig verrückt. Was soll das denn? Sie sollten wirklich mal aufpassen, was Sie für Sachen so rauslassen. Das ist die Wahrheit. Das wird sonst Konsequenzen haben. Ja? Lassen Sie sich helfen. Sie machen sich sonst unglücklich. Ich weiß, das klingt jetzt total verrückt, aber als ich die Kleine eben gesehen habe, da habe ich einfach gespürt, dass es meine kleine Pia ist. Diese Ärztin hat mir mein Kind gestohlen und hat sie Sarah genannt. Ich rufe jetzt die Polizei und meine Anwältin. Die 24-jährige Andrea Weber ist fest davon überzeugt, sie hatte keine Totgeburt vor 4 Jahren, sondern die Ärztin hat ihr Kind weggenommen. Andrea hat Anzeige gegen Dr. Bernadette Remscheid erstattet und Rechtsanwältin Katharina Hellbach um Hilfe gebeten. Zusammen fahren die beiden zur Gynäkologie, um mehr in Erfahrung zu bringen. Und jetzt haben sie als allererstes die Polizei angerufen. Also ich weiß nicht, ob ich das gutheißen kann. Ich meine, zum jetzigen Zeitpunkt haben wir noch gar keine Beweise. Was soll denn da die Polizei machen? Sie glauben mir auch nicht, oder? Ich weiß, das klingt alles total wahnsinnig, aber ich bin mir einfach so sicher. Es ist nicht so, dass ich Ihnen nicht glaube, auch wenn die Geschichte tatsächlich ziemlich verrückt klingt. Aber sagen Sie mal, warum haben Sie denn damals nicht in einem Krankenhaus entbunden? Frau Dr. Remscheid hat mich einfach davon überzeugt, dass es angenehmer und ruhiger wäre bei ihr in der Praxis. Es war ja quasi wie so eine Hausgeburt mit privater Gynäkologin. Und sie war einfach immer für mich da und hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Wollten Sie das Kind denn überhaupt haben? Nein, eigentlich wollte ich abtreiben damals. Ich war gerade erst 18, ich bin gerade so mit der Schule fertig geworden und mein damaliger Freund wollte auch kein Kind haben und der denkt bis heute, dass ich abgetrieben hätte. Und Frau Remscheid war eigentlich der einzige Grund, warum ich mein Kind überhaupt bekommen habe. Ich meine, sie war ja auch schwanger. Ich verstehe das überhaupt nicht. Und sagen Sie mal, Ihr Kind, haben Sie das dann nie zu Gesicht bekommen? Nee, damals direkt nach der Geburt war ich sowieso noch überfordert und ich stand auch irgendwie unter Medikamenteneinfluss und Frau Remscheid meinte dann, sie möchte mir den Anblick ersparen und ich war eigentlich ganz froh, dass sie sich dann um alles gekümmert hat und sie hat dann gesagt, dass sie das Baby halt anonym bestatten lässt. Ja, aber Sie müssen doch eine Sterbeurkunde zum Beispiel bekommen haben und Sie müssen doch auch wissen, wo das Kind bestattet ist. Was ist dann, war da keine Hebamme dabei bei der Entbindung? Ja, da war eine Hebamme, aber... Also, wenn die Frau Dr. Remscheid tatsächlich das gemacht hat, dann würde das ja bedeuten, dass diese Ärztin ja alles riskiert hat, sogar ihre Zulassung. Ich meine, das ist ja kriminelle Energie kaum noch zu überbieten. Das wäre ja Urkundenfälschung, Personenstandsfälschung und letztlich natürlich Kindesentziehung. Ja? Das ist natürlich dann echt eine krasse Nummer. Ne? Wo ist es denn jetzt hier? Muss es da irgendwo sein, oder? Ja, ich glaube, die nächste ist es links rein.
Wenig später erreichen die beiden Frauen das Haus von Dr. Remscheid. Andreas' Anzeige ist nicht ohne Folgen geblieben und die Gynäkologin wird schon überprüft. Okay, die Polizei ist schon da. Frau Weber, ich würde Sie noch mal wirklich eindringlich bitten, Ihre Äußerungen und Vermutungen jetzt mal ein bisschen außen vor zu lassen. Sie machen sich hier selbst strafbar wegen Verleumdung. Ja, okay, versuchen Sie ruhig zu bleiben. Wir wollen es erklären. So. Und wer sind Sie? Helbach ist mein Name, Rechtsanwältin. Sie ahnt es bestimmt schon, meine Mandantin hat hier die Polizei gerufen. Wir wären bei dem Gespräch gern dabei. Ja, bitte, dann treten Sie ein. Dankeschön. Hallo. Guten Tag. Hallo, guten Tag. So, ich gehe da mal vor. Ja, Sie wollen die Geburtsurkunde, die habe ich sogar schon rausgesucht. Kann ich Ihnen sehr gerne zeigen. Bitte schön. Sarah Remschel, Mutter, Männerdeutsch, Vater unbekannt. Ja, die sieht in Ordnung aus, die Geburtsurkunde. Ja, na klar. Ja gut, sieht in Ordnung aus, aber sagen Sie, wo ist denn Ihre Tochter Sarah geboren? Und da wird ja wohl irgendjemand dabei gewesen sein. Sie sind zwar Frauenärztin, aber Sie haben sich wohl kaum allein entbunden, oder? Nein, natürlich nicht. Ich habe in meiner Praxis entbunden mit meiner Hebamme Claudia Marquardt. Ja, und das ist doch auch genau die Hebamme, die damals bei mir dabei war. Wer weiß, wie die zusammenarbeiten. Vielleicht stecken die unter einer Decke. Ich meine, diese Frau ist kriminell. Sie müssen doch jetzt endlich mal festnehmen. Die hat mir mein Kind genommen. Frau Weber, nun bleiben Sie mal ganz ruhig. Wir haben bis jetzt noch keinen Anhaltspunkt für eine Straftat. Wir können sie nicht einfach festnehmen. Das ist doch alles nur ein Riesenmissverständnis. Sie sind doch nur nicht über den Verlust Ihres Kindes hinweggekommen. Was heißt denn das hier Missverständnis? Denken Sie, ich bin verrückt oder was? Ich weiß doch, dass das meine Tochter ist. Beruhigen Sie sich wieder. Wir sehen das genauso wie die Frau Dr. Remscheid und deswegen werden wir uns jetzt hier erstmal verabschieden, ja? Das kann doch nicht sein, nur weil sie Ärztin ist, dass sie jetzt damit durchkommt oder was? Kommen Sie. Kann ich bitte meine Geburtsurkunde wieder haben? Dankeschön. Ich verstehe das nicht. Ich habe Ihnen gleich gesagt, dass das der ungünstigste Zeitpunkt ist, jetzt die Polizei anzurufen. Ja, aber irgendwas muss ich doch machen. Das Einzige, was uns helfen würde, wäre ein DNA-Test. Ja, und warum machen wir denn nicht sofort einen? Frau Weber, weil Ihr Bauchgefühl allein dafür nicht ausreicht. Wir brauchen Beweise. Ich denke, ich werde mal beim Standesamt anfangen. Also ich meine, irgendwo muss es ja eine Geburtsurkunde für Ihr Kind geben und eine Sterbeurkunde. Vielleicht bekommen wir so ja auch raus, wo Ihr Kind bestattet wurde. Sie glauben mir nicht, oder? Doch. Und ich werde Ihnen auch helfen, die Wahrheit rauszufinden. Okay? Aber wir machen es auf meine Art. Ansonsten setzt sich Dr. Remscheid nachher noch ab mit dem Kind. Ich bin so froh, dass meine Anwältin mir zur Seite steht. Dieser Remscheid ist doch kriminell. Und ein DNA-Test, der würde das beweisen. Ich gehe jetzt erstmal zu meinem Ex-Freund. Ich bin es ihm schuldig, dass er erfährt, dass er eine Tochter hat. Gleich am nächsten Morgen macht sich Andrea auf den Weg zu Ex-Freund Thomas Olsen, um ihm zu sagen, dass sie eine gemeinsame Tochter haben. Damals ist die Beziehung der beiden durch die Schwangerschaft in die Brüche gegangen. Andrea hat Glück und trifft den Erzieher vor seiner Wohnung auf dem Weg zur Arbeit. Weißt du, es tut mir einfach enorm leid, wie das gelaufen ist und dass ich dich zu dieser Abtreibung gedrängt habe und überhaupt, dass ich mich nicht gemeldet habe. Das ist große Scheiße gewesen. Ganz ehrlich, wir waren noch beide so jung und total überfordert mit der Situation. Und wenn wir jetzt ein Kind hätten, dann würde das alles ganz anders laufen. Wir haben uns ja auch damals eigentlich nur wegen der Schwangerschaft getrennt, oder? Ja. Weißt du, nach der Trennung mit dir, da habe ich keinen anderen Menschen mehr getroffen und kennengelernt, den ich so geliebt habe wie dich. Alles okay? Ja. Hey, komm mal her. Thomas, ich muss dir was sagen. Ich habe damals nicht abgetrieben. Was? Wir haben eine gemeinsame Tochter. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ich weiß, ich hätte dir das sagen müssen. Ja, was ist jetzt mit der? Hast du sie zur Adoption freigegeben, oder was? Nein. Die wurde mir damals weggenommen, direkt nach der Geburt. Aber ich weiß jetzt, wo sie ist. Ich weiß, ich hätte dir das alles eher sagen müssen, aber... Ja, das musst du mir jetzt noch mal in Ruhe erzählen. Also wie war das ganz genau? Andrea berichtet Thomas von der angeblichen Totgeburt und von ihrem Verdacht, dass ihre Tochter lebt.
Der Erzieher will das Kind unbedingt sehen und die beiden verabreden sich für den Nachmittag. Als sie zum Haus von Dr. Bernadette Remscheid kommen, spielt deren angebliche Tochter Sarah gerade im Garten. Schätzchen, mein Telefon klingelt. Bleibst du hier stehen? Ich komme gleich wieder, ja? Lass uns mal näher rangehen. Hey, bist du dir sicher? Ja, komm. Ich kann doch jetzt da nicht reingehen. Doch, nur ganz kurz. Hallo. Hey. Boah. Hey, geht's dir gut? Hey. Hallo. Geht's dir gut? Thomas. Moment. Psst, Thomas. Entschuldigung. Was ist denn hier los? Wer sind Sie denn? Schätzchen, kommst du mal her? Komm mal her, meine Süße. Geh mal rein zur Ilona, ja? Geh mal schnell rein. Ich komme gleich hinterher. Wer sind Sie denn und was machen Sie hier auf meinem Grundstück? Herr Olsen. Ich habe nur dem Vater sein Kind gezeigt. Ach, Frau Weber, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich weiß, dass es ganz schlimm für Sie ist, dass Sie Ihr Kind verloren haben. Aber das ist doch noch lange kein Grund, hier meine Tochter zu belästigen. Wir haben hier überhaupt niemanden belästigt. Das ist der Ball hierher gekommen. Ich habe ihr den Ball nur zurückgespielt. Also jetzt machen Sie mal nicht so ein Tata hier, ja? Ich bin der Meinung, Sie haben hier auf meinem Grundstück überhaupt nichts zu suchen. Und deshalb bitte ich Sie jetzt auch zu gehen. Wir werden auch gehen. Aber stellen Sie sich darauf ein, dass wir 100% alles dafür geben werden, dass wir unsere Tochter wiederbekommen. Ich fasse es ja überhaupt nicht. Dann fassen Sie es halt nicht. Ja, so eine üblen Verleumdungen können echt Konsequenzen für Sie haben, ja? Werden wir sehen. Unglaublich, die wird mal sehen, was sie davon hat. Ich hätte die Kleine gerade am liebsten mitgenommen. Das können wir aber nicht machen, die weiß doch am wenigsten Bescheid. Ja, aber guck mal, ich bräuchte nur ein Haar und einen DNA-Test und dann wäre sofort bewiesen, dass es unsere Tochter ist. Ich weiß. Es tut einfach so gut zu wissen, dass ich jetzt in diesem Kampf nicht alleine dastehe. Und ich meine, für Thomas ist es ja auch mega krass, von nichts auf gleich so ein Vater von einer vierjährigen Tochter zu sein. Aber er scheint sich drüber zu freuen. Ich meine, wenn man ein Kind entführt, dann kann man entweder keins selber bekommen oder man will eine Million Lösegeld haben. Ja, aber kein eigenes bekommen. Ich meine, die war damals schwanger und die ist ja jetzt schon wieder schwanger. Das kann ja auch irgendwie nicht sein. Vielleicht hat sie ihr Kind verloren. Das könnte es doch sein. Ja, weiß ich nicht. Ja, warum nicht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist irgendwas an der Sache faul und ich weiß, dass es meine Tochter ist. Was machen die denn da? Halt die Polizei, bleib mal stehen! Zu uns oder was? Hey, was ist denn los? Hallo? Wo ist das Kind? Was denn für ein Kind? Wir haben gerade einen Notruf erhalten, dass hier ein Kind entführt worden sein soll. Wo ist das Kind? Kein Kind. Was ist das für ein Schwachsinn? Hallo? Stellen Sie sich mal an die Wand. Mein Gott! Wir haben kein Kind entführt. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Okay. Wir sind auch Zeigen Sie mal Ihren Ausweis, bitte. Was soll denn der Quatsch hier? Ich verstehe es überhaupt nicht. Unglaublich. Sie sind der Herr Olsen, ja? Richtig, ja. Okay, was haben Sie hier unbefugt auf dem Grundstück denn gemacht? Wir waren nicht... Ja, die Kleine hat den Ball da irgendwie ein bisschen rübergeschmissen. Wir haben den nur zu... Gut, dann kommen Sie jetzt mal mit. Wir nehmen Sie mal mit zur Dienststelle. Warum wieso das denn? Sie kommen jetzt mal mit. Na, Sie haben auf jeden Fall erstmal unbefugt das Grundstück. Die Kleine hat uns den Ball vor die Füße gespielt. Kann es sein mit der Kleinen, dass Sie sich da um Janschi drinsteuern, dass Sie immer noch denken, dass das Ihre Tochter ist? Das ist meine Tochter. Aber ich habe bestimmt nicht versucht, sie hier zu entführen. Echt. Super, danke. Anzeige liegt vor, dass ich nicht lache. Die kriegt gleich eine fette Anzeige. Anschneiden nicht vergessen. Ja, ist ja gut. Ja, der Fall ist ja nun bekannt. Die junge Frau behauptet immer noch, dass ihr Kind nach der Geburt von Frau Dr. Remscheid entführt wurde. Dafür haben wir noch gar keine Anhaltspunkte. Nun hat uns Frau Dr. Remscheid alarmiert, dass ihr Kind angeblich von der jungen Frau und ihrem männlichen Begleiter entführt werden sollte. Selbstjustiz können wir einfach nicht dulden. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, was Sie von mir wollen. Ich würde dann jetzt gerne trotzdem mal mit der Vernehmung anfangen. Wollen Sie nicht mal langsam reinkommen? Ohne meine Anwältin gehe ich hier nirgendwo rein und ich mache auch keine Aussage. Da haben Sie ja Glück gehabt, da kommt sie gerade. Genau so sieht's aus, Frau Weber. Hallo, ich grüße Sie. Ja, tausch hin. Herr Olsen? Ja, genau. Schön, Sie mal kennenzulernen. Okay. Dann einmal rein bitte, müssen wir hier nicht auf dem Flur machen. Vielen Dank. Um es gleich mal vorwegzunehmen. Zu dieser angeblichen Kindesentziehung wird meine Mandantin gar keine Aussage machen. Das ist nämlich Unsinn. Herr Olsen hat hier mit dem Kind gespielt. Das Einzige, was vorliegt, wenn überhaupt, ist ein Hausfriedensbruch. Okay, wollen Sie nicht erstmal bitte Platz nehmen? Danke. So. Gut.
Sie behaupten ja immer noch, das wäre Ihr Kind. Und das ist mein Kind. Sie denken, das ist Ihr Kind. Und jetzt haben Sie Ihren Komplizen, Herrn Olsen, vorgeschickt, um dieses Kind da zu holen. Moment, was heißt Komplize? Ja? Es war natürlich emotional aufreibend, dass ich das erste Mal meine Tochter gesehen habe. Es war ganz klar, dass Andrea und ich nichts machen, bevor es nicht offiziell garantiert bestätigt ist, dass Sarah unser Kind ist. Ja, warum helfen Sie denn jetzt uns nicht auch einfach mal? Das warum ist, sehen Sie denn hier aus wie die Verbrecher? Das ist jetzt sehr schwierig, weil wir haben halt die Anzeige von der Frau Dr. Remscheid. Es wäre so einfach zu beweisen. Wir haben die Geburtsurkunde vorliegen, wo sie halt die Mutter des Kindes ist. Es wäre so einfach zu beweisen, dass das meine Tochter ist, wenn sie einfach einen DNA-Test machen würden. Wir kriegen aufgrund der Beweislage keinen richterlichen Beschluss von der DNA, für den DNA-Test. Das geht nicht. Aber irgendwas ist doch an dieser Sache merkwürdig. Das muss Ihnen doch auch auffallen. Es bestände da auch die Möglichkeit, ja, was weiß ich, dass Dr. Remscheid zum Beispiel eine Totgeburt hatte und sich anstattdessen dann das Kind meiner Mandantin genommen hat. Gut, wie war das denn damals? Können Sie sich daran noch erinnern, als Sie entbunden haben, war die Frau Dr. Remscheid da auch schwanger? Ja, die war damals im 9. Monat. Okay. Ja, zugegebenermaßen, das passt jetzt nicht ganz an meiner Theorie, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Letztlich haben wir hier zwei Frauen, beide zum gleichen Zeitpunkt hochschwanger, in Binden, mit einem Tag Unterschied. Ich habe selbst versucht, beim Standesamt Ermittlungen anzustellen, bin da nicht weitergekommen. Es gibt weder eine zweite Geburtsurkunde noch eine Sterbeurkunde zum Beispiel. Da werden wir auch noch mal ermitteln. Wir werden uns noch mal die Unterlagen im Standesamt ansehen. Mehr können wir jetzt erstmal nicht machen. Ja gut, Sie könnten übrigens auch mal die Hebamme als Zeugin vernehmen. Frau, wie heißt die denn? Claudia Marquardt. Die war ja bei beiden Entbindungen, bei Frau Dr. Remscheid und bei meiner Mandantin anwesend. Die muss ja irgendwas wissen. Mhm, okay. Na, dann werden wir die noch mal zu einer zeugenschaftlichen Vernehmung hier laden. Also Fakt ist jedenfalls, dass wir zu den Straftaten, die angeblich meine Mandantin und Herr Olsen begangen haben sollen, keine Aussage machen werden. Und wir würden Sie dann wirklich dringend bitten, hier weiter zu ermitteln. Gut, vielen Dank. Wir gehen weiter. Tschüss dann. Hm? Tschüss. Danke, dass Sie uns da so schnell rausgeholt haben. Ja, aber ehrlich, was haben Sie sich denn dabei gedacht? Na, wir haben doch überhaupt nichts gemacht. Das hat er doch jetzt auch verstanden, oder nicht? Ich weiß nicht, ob er das verstanden hat. Und Sie haben sehr wohl was gemacht. Sie haben ohne Erlaubnis das Grundstück von Dr. Remscheid betreten. Das geht so nicht. Andrea wollte mir doch nur unsere Tochter zeigen. Ja, und solange, wie nicht das Gegenteil bewiesen ist, müssen wir dieses Mädchen als Tochter von Dr. Remscheid betrachten. Und genau so haben Sie sich auch zu verhalten zukünftig. Aber die Frau hat die Geburtsurkunde gefälscht. Der Polizeibeamte hat völlig recht. Wir haben dafür keine Beweise und deshalb können wir zum jetzigen Zeitpunkt auch keinen DNA-Test anordnen. Aber ich kann doch jetzt nicht einfach gar nichts machen. Was ist denn, wenn die Frau sich absetzt und irgendwie mit dem Kind einfach abhaut? Ach, die kann sich doch nicht in Luft auflösen. Die werden sie auf jeden Fall dann finden. Ich möchte doch nur, dass das Ganze jetzt ein Ende hat. Die ganzen letzten 4 Jahre habe ich mir Vorwürfe gemacht. Und jetzt erfahre ich, dass mein Kind lebt. Ich möchte auch einfach nur meine Tochter haben. Das stellen Sie sich aber zu einfach vor. Ich meine, die kleine Sarah wächst seit 4 Jahren in der Gewissheit auf, dass Dr. Remscheid ihre Mutter ist. Das Kind kann man auch nicht einfach so von heute auf morgen da rausnehmen. Das erleidet ja auch ein Trauma. Sie müssen da jetzt Geduld haben, einen Schritt nach dem anderen. Und bis dahin bitte keine strafbaren Handlungen mehr. Aber trotzdem, es ist einfach so. Nein, ich habe recht und nicht aber trotzdem. So, Abmarsch. Was für ein Albtraum. Jetzt landen wir hier bei der Polizei nur, weil wir unsere Tochter sehen wollten? Ich habe so Angst, dass diese Frau Dr. Remscheid sich mit meiner Tochter absetzt. Es muss doch irgendwas geben, dass wir diese Frau drankriegen. Rechtsanwältin Katharina Hellbach hat große Hoffnungen, dass die Hebamme, die bei der Geburt dabei war, mehr weiß. Am nächsten Morgen stattet die Juristin Claudia Marquardt einen Besuch ab, um sie zu befragen. Wird sie ihr weiterhelfen können? Sind Sie Frau Marquardt? Ja. Hellbach ist mein Name, Rechtsanwältin. Ich komme mal direkt zur Sache. Der Name Andrea Weber, sagt er Ihnen was? Sagt mir was. War ein ganz tragischer Fall damals. Aber es ist ungefähr ca. 4 Jahre her. Wieso? Können Sie mir vielleicht noch mal berichten, wie diese Geburt damals vonstatten gegangen ist? Sie wissen schon, dass ich der Schweigepflicht unterliege. Ist mir klar. Also Sie können mir die Frage jetzt beantworten oder ich bin in 20 Minuten mit einer Schweigepflichtsentbindungserklärung wieder hier. Also wie war diese Geburt damals? War das Kind eine Totgeburt oder hat das noch kurz gelebt? Nein, also das Kind hat auf jeden Fall noch gelebt, aber es hatte Probleme selbstständig zu atmen und wir haben alles versucht, es wiederzubeleben, aber ja. Ja, was mich wundert ist, meine Mandantin hat das Kind nie zu Gesicht bekommen. Ob jetzt tot oder lebendig, aber warum hat meine Mandantin das Kind nie gesehen? Ja, das war alles so hektisch und vorhersehbar. Wissen Sie, meine Mandantin geht davon aus, dass ihre Tochter gar nicht verstorben ist, sondern als Sarah Remscheid bis zum heutigen Tage in der Obhut der Frauenärztin lebt. Also was ich Ihnen sagen kann, ist, manche Frauen neigen dazu, sich eine Parallelwelt aufzubauen und glauben, dass ihr Kind noch lebt, obwohl es nicht so ist. Merkwürdig.
genau den gleichen Wortlaut hat auch Frau Dr. Remscheid mir gegenüber benutzt. Kann das sein, dass er sie angerufen hat und gesagt hat, dass ich hier vorbeikomme und sie instruiert hat, was sie mir zu sagen haben? Warum? Nein. Ich frage mich auch, Frau Dr. Remscheid war doch damals selber hochschwanger. Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, was die Frauenärztin bei der Entbindung zu suchen hatte. Ich meine, meine Mandantin war doch in der Begleitung eine Hebamme, die dafür zuständig ist. Was macht denn da eine hochschwangere Frauenärztin? Ja, Frau Weber hat darauf bestanden, dass Frau Dr. Remscheid dabei ist. Wir hatten beide ein sehr gutes Verhältnis. Wann hat Frau Dr. Remscheid entbunden? Ein paar Tage später. Mhm. Muss es gewesen sein. Ja, gut. Ich glaube, das reicht mir schon. Vielen Dank. Tschüss. Wiedersehen. Also diese Hebamme hat auf mich einen wirklich unsicheren Eindruck gemacht. Wenn die hier irgendwie damit drinsteckt als Komplizin, bewahrheitet sich die Geschichte meiner Mandantin nachher tatsächlich. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal einen Privatdetektiven einschalten, der sich diese Frau Dr. Remscheid mal ein bisschen genauer anschaut. Noch am selben Nachmittag beginnt der von der Juristin beauftragte Privatdetektiv René Wagner mit der Observierung von Dr. Bernadette Remscheid. Ein Geduldsspiel für den Ermittler. Doch nach einer Weile tut sich endlich etwas vor der Praxis der Gynäkologin. So, meine Liebe, dann haben wir ja für heute erstmal alles besprochen. Ja, herzlichen Dank. Gut, genau, nochmal zur Besprechung von den Laborgebieten. Ganz genau. Okay. Passen Sie schön auf Dankeschön. Sich auf, ja? Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wo wollen Sie denn jetzt hin? Ich mach da nicht mehr mit. Was soll das denn heißen? Nein, ich mach da einfach nicht mehr mit. Claudia, jetzt bleiben Sie schön stehen. Jetzt ich will das nicht mehr mitmachen. Sie bleiben jetzt stehen und kommen hier rein. Das muss doch nicht jeder mitkriegen, das Theater. Flug. Also, wollen wir das wirklich jetzt noch durchziehen? Ja, na, selbstverständlich werden wir. Das ist doch alles schon besprochen. Ich will das eigentlich gar nicht mehr machen, weil die Frau tut mir einfach nur leid. Sie müssen sich jetzt mal ein bisschen zusammennehmen, ja? Wir machen das genau so wie damals. Nee. Hören Sie jetzt mal auf, verrückt zu spielen. Das ist alles geklärt. Das wird alles wunderbar reibungslos ablaufen. Sie wissen ganz genau, was für Sie auf dem Spiel steht. Ja? Wollen Sie sich unglücklich machen? Also. Ja, okay. Ja? Ja. Haben wir alles geklärt? Ja, okay, Frau Dr. Remscheid. Also, geht doch. Gut. Wir sehen uns.